Hallo, Manfred Grewe. Heute erzähle ich euch mal ein bisschen was zu der Avanti XS. Ist ein Modell aus dem Hause Sepp Art und hat so gute 2 Meter Spannweite, ist ein bisschen länger als 2 Meter, wiegt in diesem Fall jetzt hier knappe 8 Kilo und ist mit einem Schübeler HDS ausgerüstet. Damit ist das Ding so performant, wie man es im Prinzip braucht, weil wir entwickeln etwa 8,5 Kilo Schub. Und wenn man dann 8 Kilo Gewicht hat, geht das Ding sehr schön durch den Kunstflug. Also man kann alles damit machen, was man im Kunstflug machen will. Ist ja auch ein sogenanntes Einsteiger-Kunstflugmodell, also ein sogenannter Sportjet, mit dem eben viele Flugmanöver, die mit einem anderen Jet nicht gehen, die gehen eben mit so einem Ding. Wichtig ist dabei, dass man eben sich an die Bauanleitung hält, also dass man Ausschläge in den Rudern und so, dass man das alles so einstellt, wie der Kollege Sepp Art das vorgesehen hat, und damit hat man dann überhaupt gar keine Sorgen. Das Modell kommt so, wie es ist. Wir haben es in weiß gehalten und haben dann ein bisschen von uns da an Werbung drauf gemacht, damit wir wissen, was da drin ist. Es ist ein Baukasten, der ist ein CFK-Rumpf und GFK-Rumpf und hat dann Flügel aus Styrobalsa. Fertig ist das Ding gebaut insofern, als dass da das Fahrwerk schon drin sitzt und auch eine Elektronik dafür ist, für, mit einem Servo vorne für das kleine Türchen. Also ein Door-Sequencer ist da mit drin und ist eigentlich sehr einfach zu bauen. Ich sag mal, wenn man schon mal einen Jet gebaut hat, dann baue ich das innerhalb von 2 Wochen, baue ich das Gerät auf. Wenn wir dann mal reingucken hier in den Kasten, dann ist es so, dass wir eben hier unseren Antrieb dann finden, und da ist es so ein bisschen besonders in diesem Fall, weil wir haben hier den Antrieb, wie gesagt, ein HDS. Das heißt also, die Schaufeln des Impellers sind nicht in GFK oder CFK ausgebildet, sondern hier reden wir von einem gespritzten Schaufelsatz. Und dieser Schaufelsatz, da gucken wir gleich mal rein, da kann man dann ganz gut mit der Kamera reinhalten, ist der günstigere Version sozusagen, weil man eben hier versucht, einen Einsteigerjet zu generieren, der weniger kostet. Bausatz, wie gesagt, sind etwa 1300 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder 1500 jetzt mit inklusive Fahrwerk. Dann brauche ich eben noch den Impeller. Wir haben hier auch, wie gesagt, ein bisschen aufs Geld geachtet, damit man das günstiger hinbekommt. Das ist 8000er Akku, der hier drin ist, also empfohlen wird 7,5. Ich habe jetzt 8000 als 14S da drin und habe einen YGE-Regler mit möglichen 200 Ampere Strom. Zieht aber bei Volllast nur 160 das Gerät, insofern brauchen wir da keine Sorgen machen. Hab eine doppelte Stromversorgung drin, damit wir dann auf der sicheren Seite sind. Und sonst kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen mit dem Ding. Das ist gut vorgearbeitet und es macht total viel Spaß, das im dynamischen Kunstflug zu bewegen.